Ganz herzlich willkommen zu Germany's Next Horse Model 2023. Ich bin Adele und das ist mein Partner John. Und wir zusammen leiten diese Staffel und ja, wir sind ganz gespannt und ja, wir werden gleich unsere ganzen Teilnehmer abholen. Wir haben uns da schon zu den Shootingräumen ungefähr versammelt, also nicht die richtigen Shootingräume, aber ja, die Umstylingräume. Genau, da treffen wir uns gleich alle und wir müssen da auch noch hin, deswegen, ich würde sagen, wir gehen da jetzt hin und wir sind natürlich gespannt, was die Einstellungen der einzelnen Teilnehmer sind und ja, wir werden sie alle befragen, kleine Vorstellungsrunde und wir freuen uns riesig darauf. Deswegen würde ich sagen, es geht los. Komm John, wir haben noch etwas vor. Wir sehen uns gleich. Wir haben uns jetzt ganz schnell beeilt zu unseren, ja, Umstyling-Räumen. Also das ist hier ein großer Raum. Wir bekommen auch noch ein paar Assistenten, die kommen dann ein bisschen später. Dann ist hier nicht so viel los. Und ja, wir haben 8 Teilnehmer, die werden dann auch gleich ankommen. Aber zuerst zeige ich mal, welche Kleider wir hier alles haben. Diese Staffel ist auch ein bisschen anders. Und zwar haben die Teilnehmer ihre eigenen Kleider mitgebracht. Die haben mich hier dann alle versammelt. Und ja, mal sehen, wer das beste Outfit hat. Und genau, manche sind auch noch von uns, weil ja, wir haben einfach viel, viel mehr. Es ist einfach so, wir haben viel, viel mehr und deshalb ja, haben wir hier nicht so eine große Auswahl von den selbstgebrachten Kleidern, die mitgebracht wurden. Und ja, hier haben wir zum Beispiel sowas, sowas, sowas und ja, wir sind sehr gespannt, wie das Ganze verlaufen wird. Vor allem das ganze Shooting da, wo wir halt am Anfang standen. Das ist unser Shootingplatz. Also der Laufsteg und genau, was sagst du dazu, John? Ja, ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das jetzt auch Ganze verlaufen wird. Wir haben keine Erfahrung damit. Ach, Leute sind live. Hier, auf mich. Es tut mir leid. Die Adele redet manchmal ein bisschen Quatsch. John, was soll das? Ganz ruhig, beruhig dich. Du kannst Kamera ausmachen. Mach was. So. Wir sehen uns wieder. Ja, es ist eine halbe Stunde vorbei. Wir haben leider den Termin ein bisschen, naja, verpennt. Wir haben gesagt um 15 Uhr, aber wir dachten, es wäre 14.30 Uhr. Deswegen waren wir schon um 14 Uhr da, aber jetzt müssen wir noch eine halbe Stunde warten. Deshalb sehen wir uns dann wieder. Es ist jetzt 14.59 Uhr und gleich sollten die ersten eintreffen. Hallo, gehen ein bisschen zurück. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Danke. Was soll ich hier tun? Du bist tatsächlich die Erste, deswegen würde ich sagen, wir stellen uns hier alle ein bisschen auf und stellen uns vor und geht's auch ins Interview. Gut, dann machen wir das so. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Danke, Adele. So, ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich beeilt habe, aber hallo. Ah, hallo, Adele. Hallo, John. Und hallo, ihr anderen. Hey, du kannst hier hin, dann ist da mehr Platz. Ich gehe dann hier hin. Dankeschön. Schnell, schnell, schnell. Hi, hi. Ich bin Lilly. Und ich bin Sia. Ja, ja. Hallo Adele, hallo John, hallo ihr. Yeah. Hey. Schön, dass ihr alle schon mal hier seid. Ich glaube, es fehlen noch ein paar Personen. Aber das wird sich ja gleich regeln. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr hier seid. Geht's euch denn allen denn überhaupt gut? Ja. Okay, das war ein sehr einstimmiges Ja. Das ist sehr schön. Und, ah, da kommt ihr noch. Ich habe den Raum nicht gefunden. Hallo. Geh mal da zur Seite. Ja, ich auch nicht. Geh mal weg. Was soll das? Ich möchte auch ein bisschen Platz haben. Das ist mir zu eng. Dann geh doch woanders hin. Ganz ruhig. Wir wollen hier keinen Streit. Das wisst ihr alle. Seid einfach lieb zueinander. Dann funktioniert es am besten. Ich habe sonst aber keinen Platz. Dann such dir doch einen anderen Platz. Neben John ist noch genug Platz. Dann geh du doch dahin, wenn du es so gern willst. Mädchen, kein Gestreit hier. Bleib ganz locker. Es ist unser erster Tag. Heute wollen wir ein bisschen etwas Lockeres machen. Ihr habt eure Kleider. Es wird ein super Tag. Heute fliegt auch noch keiner wahrscheinlich raus. Erst dann in der nächsten Folge. Also ihr fliegt heute schon raus, einer von euch. Aber wir werden nicht wissen, wer. Also wenn ich rausfliege, dann weiß ich ja nicht. Wirst du ja sehen.
Geh jetzt zur Seite. Hör auf. Es reicht. Wenn ihr nicht zusammenarbeiten könnt, dann nehme ich euch auseinander. Du bist Esmeralda, stimmst? Ja, ich bin Esmeralda. Gut, dann kommst jetzt mal mit zu mir an meine Seite, ja? Mit. Dann würde ich, meine Ladies, dann würde ich mal sagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Ich rufe die Einzelnen immer auf und ich stelle euch dann ein paar Fragen. Und danach geht es auch fast los sogar. Nein, es geht sogar los. Ja, und in der Zwischenzeit können wir uns nochmal alle ein bisschen unterhalten, während Adele ein paar, naja, eigentlich jetzt euch alle befragen wird. Dann komm mal mit der Reihenfolge bitte, also im Uhrzeigersinn. Okay, ich nehme jetzt einmal die Kamera. So. Warte, das muss ich jetzt noch gut filmen. Ich gehe mal ein bisschen nach vorne. So, kannst du dich ein bisschen seitlich hinstellen? So? So? Ja, warte. So ist super. So, okay. Ich bin jetzt, ich stehe jetzt hier, ja? Genau. Super. Also, ich werde dich jetzt ein paar Fragen stellen. Ich kann auch so ein bisschen vor die Kamera gehen. Da kann man das besser sehen. Ich werde dich jetzt ein paar Fragen stellen und du wirst halt dann einfach beantworten, okay? Super. Also als erstes, wie heißt du, woher kommst du und was machst du hier überhaupt? Okay, also ich bin Sia, ich komme aus Horstland und was ich hier mache, es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe sehr viel Kreativität, würde ich jetzt mal so sagen, und ich verbringe viel Zeit mit Nähen und alles andere, so was die Mode angeht. Ich interessiere mich auch sehr dafür. Deshalb bin ich hier und ich freue mich wirklich sehr, euch alle kennenzulernen. Und ich denke, das wird sehr viel Spaß machen. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr für mich stimmt. Denn, ja, das reicht. Alles gut. Okay, tschüss. Schon Werbung machen. Eigentlich schlafe ich selber. Aber mal gucken. Hallo, Adele. Hallo, du musst Cindy sein, nicht wahr? Genau, die bin ich. Ich habe ja schon mal mitgemacht. Ich habe leider verloren. Fand ich sehr schade, aber naja, vielleicht wird dieses Mal ja etwas. Und zwar, ich stelle mich jetzt davor, ich weiß ja den Ablauf. Und ja, also ich bin Cindy. Ich komme auch aus Horstland. Das habe ich mitgehört, weil wir zusammen fast nebeneinander wohnen. Also Sia und ich. Und ja, was ich hier mache, eigentlich... ist mir das Gewinnen sehr wichtig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ehrlich, ich mag die Mode sehr und deswegen bin ich hier. Okay, sehr interessante Vorstellung. Ja, kann man machen. Ja, tschüss. Okay. Hallo. Hallo, ja. Kleine Vorstellungsrunde und dann bist du auch durch. Ja, gut, ich bin Willi. Ist das eine Frage oder? Ja, ich bin auch ein bisschen so, hab ein bisschen Lampenfieber immer so. Oh. Aber hier sind wir dafür, das zu ändern, nicht wahr? Ja, ich glaube ja. Du glaubst es. Du weißt es. Du weißt es. So, Lili, dann erzähl mal ein bisschen mehr über dich. Ja, ich mag Mode sehr. Okay, Lili, das ist ziemlich interessant. Dann, ja, freue ich mich auf deinen Lauf und deine zukünftigen Läufe, wenn du nicht ausgewählt wirst. Ja, werden wir ja sehen, ne? Tschüss. Ein bisschen schüchtern, die Lili. Vielleicht könnt ihr ja mal was für Lili in die Kommentare schreiben. Sie dann wahrscheinlich lesen. Aber gut. So, mach auf mich bitte. Ja, genau. Also, ich bin Ella. Ich bin leidenschaftliche Fotografin und auch für die Mode interessiere ich mich wirklich sehr. Ich habe viel Ahnung von Mode und auch so von Kleider und Kleidungsstücken generell. Halt einfach nur Klamottenkleidung. Also drum und dran. Ich nähe auch sehr, sehr viel. Ich denke, ich bin das perfekte Horse Model dieses Jahr. Also ich sehe da niemand anderen. Danke. Meine Adele, ich würde mich freuen, wenn wir uns im Finale sehen. Wow. Das war sehr selbstbewusst. Sehr cool. Hallo, ich bin Saphir. Schön, Saphir, dich kennenzulernen. Was machst du denn hier so? Ich habe diese Sendung schon seit Jahren geguckt und deswegen interessiere ich mich sehr dafür und wollte auch da gerne mitmachen. Ich fand, es sah sehr cool aus. Das ist schön. Yep. Ja, hallo. Hallo, Esmeralda. Adele, es tut mir sehr, sehr leid. Alles gut, du bist Esmeralda. Genau. Bevor du dich vorstellst, du brauchst eigentlich keine Vorstellung. Ich möchte nur wissen, komm mal raus. Warum hast du denn eigentlich so reagiert? Ich meine,
Du bist reingekommen und sofort. Hast du alle nervös gemacht? Warum? Alles gut? Oder war es nur der Tag? Nein, das ist nichts. Es war nur so. Okay. Willst du denn noch irgendwas über dich erzählen, wo du herkommst oder so? Ich komme vom Horseland und ich mag Mode sehr. Ja, ich mag die Sendung auch, deswegen habe ich hier mitgemacht. Danke. Ja, so geht's auch. Hallo. Oh, hi. Ja, ich bin Adele. Weißt du ja wahrscheinlich, ne? Ja, weiß ich. Ich bin Hailey und ich komme aus Horseland und ich mag die Serie sehr, also die Staffel. Und deswegen wollte ich auch mitmachen. Ich interessiere mich wirklich sehr fürs Nähen und auch fürs Design. Deswegen fand ich das perfekt. Oh, das ist ziemlich interessant, sehr cool. Also ich bin jetzt auch die Letzte und ich bin die Mia. Und was machst du so, Mia? Also was treibt dich hierher? Eigentlich nur der Spaß. Ich wollte hier mal sehr gerne mitmachen. Oh, sehr cool. Und hast du auch noch einen Grund? Vielleicht, also nicht nur wegen des Spaßes, sondern einfach, Adele, Adele, bitte komm. Ich kann das nicht alleine tun. Die zoffen sich. Oh, lass mich raten. Esmeralda und Ella. Oh, das ist nicht gut. Wir können das später nochmal fortführen. Esmeralda, es wird dir nichts bringen. Du hast nicht mal richtiges Selbstbewusstsein. Es ist einfach nur übertriebenes Auftreten. Oh, ich habe übertriebenes Auftreten. Das kann man mal dir sagen. Wenn du noch einmal so mit mir redest, dann. Stopp, stopp, stopp. Ich habe die Hälfte nicht mitbekommen, was hier passiert ist, aber es reicht mir jetzt. Wir sind hier beim Horse Model und nicht Streitmodel. Okay? Ihr anderen könnt eure Kleider alle jetzt aussuchen. Wir fahren dann gleich zum Laufsteg und ja, dann geht auch los. Nicht streiten, okay? Es wird alles gut. Geht einfach getrennte Wege. Kommst doch mal mit mir, Esmeralda. Ja. Kamera aus. Ist sie aus? Wahrscheinlich. Warum reagierst du immer so? Sie hat angefangen und das hat mich sehr wütend gemacht. Oh. Naja, ihr werdet euch schon irgendwie verstehen, ja? Hol dein Kleid und dann fahren wir hin zum Laufsteg. Mein Kleid, das sieht so gut aus. Das sieht perfekt für mich aus. Das Blaue gefällt mir. Ein paar Minuten später. Da jetzt ja alle ihre Kleider haben, werden wir uns jetzt zum Laufsteg begeben. So, Mädels, ihr seid jetzt auch hier alle zum Glück da. Und es ist bisher noch nichts Schlimmes passiert. Darüber sind wir auch schon mal froh. Und wir würden sagen, die Modeshow beginnt. Ja, dein Kleid sieht wirklich wunderschön aus. Vielen, vielen, vielen Dank. Das sieht auch cool aus. Danke. Guck mal. Cindy. Nein, Cindy, guck mal. Sie. Sag doch einen Namen, Esmeralda. Ich sag das hier doch noch nicht so laut. Warte mal, wie kann man das. Ah, hinter John. Warte. Hinter. Oh, was ist das denn? Voll kitschig, oder? Es sieht echt schlimm aus. Ja, ich werde sie gleich nochmal darauf ansprechen. Naja, lieber nach dem Shooting. Da bekommt es nicht jeder mit. Und das war das Letzte, was wir sagen mussten. Wir hoffen, ihr habt alle zugehört. Als wenn ihr denken, wir hören zu. Wirklich. Könnt ihr mal leise sein? Sei du doch leise. Alles gut. Ich habe mich so erschrocken, dass ich hingefallen bin. Es tut so weh. Es ist alles. Deine Schuld, Saphir. Aua. Alles gut. Ich kann nicht mehr laufen für heute. Und was ist mit morgen? Ich weiß nicht. Ich kenne eine Salbe, die macht das ganz schnell wieder weg. Und wie heißt diese Salbe? Dann kaufen wir die. Das ist von meiner Oma selbst gemacht. Sie hilft bei allem. Was machen wir denn jetzt? Ich könnte sie dahin begleiten. Ich kenne mich wirklich sehr gut aus. Ja, sie ist meine beste Freundin. Ach so, ja, wenn das so ist, dann machen wir mit den anderen Pferden weiter. Dann könnt ihr auch nicht raus sein. Das wäre wirklich ziemlich unfair. Ja, das geht wirklich nicht. Beim nächsten Mal zählt dann die Stimme doppelt. Also, wenn jemand gegen uns ist. Aber das wird bestimmt nicht passieren. Ja, dann wird das wohl so sein.
Komm mit, ich komm mit. Ah, bitte stütz mich. Klar, komm mit. Das ist so ein guter Plan. Ja. Saphir, beim nächsten Mal bitte nicht so laut schreien, okay? Ich hab nichts gemacht. Saphir, ruhig. Sie kann ein bisschen übertreiben, aber sie würde da nicht lügen. Und woher wisst ihr, dass sie nicht lügen würde? Das wissen wir einfach so. Okay. Dann wirst du jetzt auch die Erste sein, die hier draufstehen wird. Wenn es so sein soll. Es sieht wirklich so schön aus. Ihr könnt das dann ja einfach in der Reihenfolge machen. Das sieht wirklich gut aus. Danke. Das ging ziemlich schnell, aber gut. Jetzt, liebe Zuschauer, seid ihr gefragt, was wird in der nächsten Folge passieren? Wer soll rausfliegen? Wer hat das schlechteste Outfit gehabt? Wer war allgemein nicht so toll wie die anderen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir machen eine Abstimmung. Die findet ihr dann im Community-Tab. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns.